Ich mach mal wiederholen. Lieber rausgehen, wenn der nur 7 Fox ist, der Typ mit Godmode und Geldhacken. Ja, der hat auch gerade eine andere Farbe, ne? 07 Fox, der ist gefährlich. Man schaut sein Level an, 994. Den kannst du ja gleich rauswerfen, oder? Ich glaube, wenn genau, wir gleich ja. in der Lobby sind, dann kannst du ihn rauswerfen. Pandora, der stellt die Lobby auf geschlossen und dann schmeißt 07 Fox raus am besten. Ja. Okay. Macht ihr alle auf Wiederholung gerne? Ich bin auf Wiederholung gegangen. Also wenn die jetzt irgendwas machen, dann haben wir es ja sogar aufgenommen, dann schicke ich das einfach voll dreist an Rockstar. Und ja, stimmt, wir haben es ja aufgenommen dann. Als Dankeschön möchte ich bitte 1 Milliarde haben. Ich habe hier einen verpfiffen. Das ist die Quelle. Das ist die Quelle, daher kommt das. Das ist fair. Strike ihn weg. Alle wegbannen. Das ist wirklich unfair mit dem Cheaten. Das ist so unfair. Vor allem, ich habe das tatsächlich jetzt immer öfter. Was ist denn das? Leuten hoch, die das Geld kriegen. Ja, vor allem der Tobi gestern, das hättest du mal erleben müssen. Der war nicht mal 2 Minuten in der offenen Lobby, schon hatte der irgendwie Geldgeschenke gekriegt. Krass. Ich habe auch gehört, dass es bei der PlayStation 3 angeblich nicht so sein soll. Okay. Bei den PlayStation 3 Spielern. Ich will gar nicht wissen, wie es dann erstmal ist, wenn die das dann für PC rausbringen. Da siehst du wahrscheinlich einen fliegenden Weihnachtsmann oder einen Schlitten, wenn der fliegt. Ja. So, also noch ein Missionchen. Wie kann man denn jemanden einladen? Du kannst so, warte mal, was ist hier mit der geschlossenen? Wo mache ich das? Da steht irgendwie Sitzung geschlossen. Du musst, glaube ich, nochmal zurückdrücken einmal. Nein, nicht beenden. Nein. Nee, dann hast du zu weit gedrückt. Weil da musst du einmal bestätigen die Einstellung, dann steht das da, glaube ich. Ah. Und wen muss man rauswerfen? Den 007 Fox. Fox. Ja. Da muss er, glaube ich, auf Info beigetretener Spieler gehen. Gronkh.de? Was? Gronkh.de, ja. Ein Moment. Ja, also Sitzung soll ich jetzt schließen? Ja, damit die Zeit aufgeschlossen. Du kannst ja auf geschlossen ach, machen. Ach da, ja, jetzt sehe ich's. Oh Gott. Schnell! Okay. Hab ich. So, wen soll ich auswerfen? Den Fox. Ich weiß, wie ich das mache. Ja, aber warte, du musst auf Info beigetretener Spieler gehen. Das Info geht beigetreten. Noch nicht. Er ist noch nicht beigetreten. Ach, stimmt. Okay, Moment. Jetzt läuft die Zeit aber wenigstens nicht ab, das ist gut. Ja. Dann warten wir mal ein bisschen. Also, die treten alle bei und der 007 Fox ist also der Böse. Ja, der ist der Böse. Geh mir nicht. Ah, der Weed ist auch dabei. Was hat er eigentlich für ein Level? 994. Das hat er sich bestimmt legal erarbeitet, alles. Das ist eindeutig nicht gehackt. 994! Nee! Ach du Scheiße. Das ist der neue Pro-Gamer. Der hat 5 Minuten gespielt und war schon Level 994. Nee. Der wird auf jeden alles Fall raus. Das geht nicht. Ach, da warten wir noch ein bisschen. Wieso dauert das so lange? Ja, bis die alle reinkommen, ne? Ja. Normalerweise schwing, nach 30 schwing. Sekunden. Na, kriegen wir schon hin. Haben alle Angst. Ja. Eins steht auf jeden Fall fest, ich werde nicht alle, die in diesem Ding da sind, malen. Für meine Thumbnails. Geht nicht. Und ich bin schon die ganze Zeit überlegen, wie ich das mit den Avenger mache. Wenn ich einfach nur so ein großes A mit so Händen mal oder so. Aber nochmal großes Lob für die Thumbnails, die sind echt immer Hammer. Ja. Ah, danke schön. Ja, der eine sieht mir sogar fast ähnlich aus. Ich hab mich sogar sehr gefreut, als sie euch mich dann gesagt haben, dass die da jetzt nicht nur einer sind, sondern mehrere. Ja. Nein! Und dann dachte ich so, der Tommy hatte ja schon mal mitgespielt und ich dachte so, okay, wie sage ich dir jetzt, dass jetzt der Domi mitspielt bei der letzten Session, du den auch noch malen musst quasi. Und jetzt ist wieder Tommy da, es ist nicht einfach. Nee. Nee, aber ich habe ja sowieso, ich habe ja schon auch für den Benny und so schon mal ein paar Figürchen so grob angelegt, dass ich dann immer wieder wechseln kann. Cool. Einfach für alle. Irgendwann so. Musst du, ja. Ja. Musst die verkaufen. Nee. Das ist auf jeden Fall Hammer. Danke. Der 616 sieht ja auch immer ganz witzig aus. Da habe ich einfach so eine Spielfigur genommen, weil ich gar nicht weiß, wie der aussieht. Der sieht mir fast ähnlich aus, also außer dem Bart. Ja. Okay, gut. Was, du hast kein Bart, was? Ich dachte, du hättest einen Bart. Aber du sitzt da schon immer ein bisschen dran, oder? Ja, also. Ja.
schon, weil ich bin nicht gerade begabt im Zeichnen. Nee, das meine ich nicht, aber die sehen auch ganz schön aufwendig aus, so. Also ja, okay, du hast Hintergrund jedes Mal Bilder voll die eigene Idee, dann wer redet denn hier immer zwischendurch? Ja, der Typ da drin, da redet wieder einer im Spielchat gerade. Also irgendwas ist hier jetzt besonders auf... Ja, der Fox ist jetzt rausgegangen, ne? Jo. Der 007 Fox ist, glaube ich, raus. Na gut. Aber wieso das so denn dauert, frage ich mich gerade. So, auf die anderen beiden warten oder soll ich schon mal anfangen? Ja, du kannst gar nicht starten, du musst warten, bis die beigetreten sind. Ja, ja, dann erzähl noch mal irgendwas. Irgendwas. Erzähl irgendwas. Können wir das nicht mal probieren, eine Kipplasse in den Titan zu stellen? Eine Kipplasse? Ich weiß einfach, dass das... Wir kriegen nicht mal eine Limousine da rein, aber wir können eine Kipplasse da reinstellen. Nein, wir können das bestimmt so, wenn wir den Kipplasse ins Wasser stellen, dann flutscht das auch besser. Und dann stellen wir den... Ach so, richtigen, ja, man muss genau den richtigen Winkel erwischen. Genau, ja. Es gibt so einen geheimen Winkel, dann passt das. Ein bisschen Schwung. Wir wären doch der Kracher auf YouTube, wenn wir das schaffen würden. Weißt du, der Titan dann von hinten so wird immer breiter. Das geht noch, schiebt man noch ein bisschen. Also wenn wir mit einem anderen Kipplaster immer wieder dagegen fahren, können wir ihn reinquetschen. Ja. Irgendwie geht das ihm nicht. Oder wenn der Kipplaster dann eben wieder rauskommt, ist das einfach nur so ein Würfel. Wie so ein Müllwürfel auf der Presse. Ich kann ja auch kein Spielen machen, es geht einfach nicht. Ich frage mich auch, wieso die so lange brauchen, um beizutreten. Ja, das frage ich mich auch gerade. Es kommen immer wieder neue auch, ne? Ja. Das ist sehr merkwürdig. Und Rishi ist gerade online gekommen übrigens. Rishi! Habe ich nicht in meiner Freundesliste, manchmal meine Crewmitglieder. So, Spieler werden eingeladen. Da müsste Rishi jetzt eigentlich dabei sein. Ich schlag die Beine. Okay. Ah, jetzt ist voll. Schade. Wer lädt denn da eigentlich die ganze Zeit hier Gronkh ein? Spielt doch gar nicht, oder? Ich glaube, Pandora hat Crewmitglieder wahrscheinlich eingeladen. Ach, stimmt. Ja, aber jetzt haben wir da einen Platz frei. Ach, stimmt, dann ist er jetzt gerade online, deswegen wurde er auch eingeladen. Nee, hab ich schon eingeladen. Nico. Angenommen. Jimmy 101 12 000. Bestimmt ein geheimer Code oder so. Ah, wie Controller nochmal anschließen, verdammt. Das sind eine lange Folge. Ist auf jeden Fall schön, die Lobby so, ne? Kann man wunderschön. Wir wollten halt auch ausführlich das Menü mal darstellen. Für alle, die das Spiel nicht so oft gespielt haben. Ja, also das muss ja auch mal gezeigt werden. Kann man in Ruhe mal alles durchlesen. Ja. Könnt ihr Rishi nochmal einladen? Weil irgendwie klappt das hier nicht mit den Crewmitgliedern. Ich kann gerade keinen einladen. Ach, obwohl du übers Xbox-Menü. Ich mach das schon. Ach, du machst das schon. Also, das dauert so lange. Wenn nicht, dann mach ich nochmal zurück und starte. Ja, sonst machen wir einfach nochmal zurück und dann starten wir nochmal, ja. Ja. Ich glaube, das wird echt schneller gehen dann. Okay. Huch! Nein! Was hast du die getan? Batterien von meinem Controller sind leer. Bitte nicht. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Das habe ich auch die ganze Zeit. Aber meine sind nicht leer. Mein Batteriefach ist einfach so kaputt. Deswegen geht das immer raus. Meiner ist mit Kabel. Ja, das ist. Oh, der feine Herr, meiner ist mit Kabel. Nein! Schon wieder Controller anschließen, verdammt! Den kann ich auch auf dem PC benutzen. Oh, er kann ihn auch auf dem PC benutzen, hört! Aber Pandora, du bist rausgeflogen, oder? Nee, ich glaube, sie ist rausgegangen, oder? Ich hab's geschlossen. Ja, genau. Warte. Sollen wir auch beenden alle, oder was? Ja, ich denke mal, sie lädt uns gleich wieder ein, damit das ein bisschen schneller geht, denke ich mal. Genau, währenddessen versuche ich mal hier irgendwie zu wechseln. Moment, ich hab sofort. So. Okay, mal gucken. Hast du jetzt Batterien gewechselt? Ja, jetzt geht's wieder. Hast du schön gemacht. So, also ich starte nochmal. Oh! Was? Ich hab Geld gekriegt. Nee, wie viel? In die Xbox-Steuerung. Oh, Leute. Ich sofort in die Xbox-Steuerung. Ohne mit irgendwas. Mit Y, ne? Genau, Geldknopf und Y. Von dem Fox da, diesen Typen. Ja, das waren jetzt gerade irgendwie 11 Millionen oder so. Achso, ich hab 200. Hm. Ja, ich hab 3 Billionen. Nein, das ist... Scheiße. Aber guck mal, du hast es sogar dokumentiert, dass du nichts dafür kannst. Ich hab's schon gemacht, ja. Ja, stimmt, wir haben's ja auf der Aufnahme, also. Ja. Oh Gott, wenn was sein wir haben's auch bekommen. Das ist so übertrieben, weißt du, da war was der muss ganz man dann machen?
Einfach direkt Xbox-Taste drücken und dann Y. Weißt du, dann war der kurz in der Lobby drin und dann ist er wieder rausgegangen. Das war nur 7 Folks bestimmt. Achso, ihr spielt jetzt gerade gar nicht, ihr fangt jetzt erst wieder an? Jo, nee, genau. Wir müssen direkt in die Steuerung, damit das nicht gespeichert wird. Okay, warte, dann mache ich den Job nochmal. Oh, das ist doch echt der Hammer, ey. Oh Gott, hoffentlich hat das jetzt geklappt. Ja, ich will auch hoffen, dass ich jetzt nicht mehr habe. Aber wie gesagt, wir haben es ja aufs Video, also. Oh Mann, das ist ja echt. Dadurch wird die Folge nochmal auf eine ganz andere Art und Weise spannend jetzt. Ja. Hat geklappt oder nicht? Das sehen wir in der nächsten Folge. Machen wir einen Cliffhanger draus. Ja, der beste. Das wird doch jeder wissen, ob das Geld jetzt wieder weg ist. Das wird echt. Mann, ey. Wenn es uns irgendwie in der Lobby gegeben hat, kann es sein, dass es noch da ist. Weil die Lobby ja, ich wollte gerade sagen, ich bin nämlich gerade auch in eine einzelne Sitzung gekommen. Ihr könnt es sehen, wenn ihr auf dem Bank den Insta geht. Da sieht man, wer alles überwiesen hat. Stimmt, da ist es dokumentiert. Ja, stimmt. Also wir haben es ja auf Aufnahme. Also aber da kann ich jetzt mal zeigen, wer das bei mir war. Warte. Also der Fox war das auf jeden Fall, weil das war kein anderer, niemals. Ja, ich glaube auch. Das glaub nein! Ich auch. Hast nein! Du jetzt noch mehr Geld? Ja, jeder von uns hat's wahrscheinlich. Nein! Warte was mal. Was denn? Und dann Y, ne? Was hast du auch? Das hat jeder von uns. 500 Millionen! Ich hab's sofort gemacht! Wir haben 111 Millionen. Ja. Das waren bei mir, glaube ich, auch 111 Millionen, ja. Bei mir auch 111. Boah, das ist so krass einfach, das ist so übertrieben. So, jetzt sind wir also alle rein. Ach, verdammt, nein. Soll ich eine Crew-Session starten? Ich bin ja, das wäre nicht schlecht. Ach was, ich habe auch Geld bekommen, ohne dass ich es gewusst habe. Oh, jeder, wirklich dann auch jeder. Noch mal mit dir. Ja, ich denke mal, wir haben alle gekriegt, weil wir alle in der Lobby waren halt. Ja, also, sehr cool. Wenn sich das mal jemand von Rockstar anguckt, Fox 700 oder wie der jetzt hieß. Boah, ich habe eine Thumbnail-Idee. Ja, und das Geilste, ich habe ihn sogar geschrieben, dass das scheiße von ihm war. Ist er denn Deutscher oder was ist er? Ja, er ist aus der Schweiz. Ja, älter Mensch. Und 12 Jahre alt. Dich mögen wir nicht. 12 Jahre alt. Ey, was, die haben doch echt nichts anderes zu tun als... Ich glaube, der war 11. 11? Oh, das ist ja noch schlimmer. Schönen Gruß an die Eltern an dieser Stelle, echt. Ja, die haben nicht gut aufgepasst. Ja. Vor allem, dass er erstmal GTA spielt und dann nochmal hier die ganze Zeit hier Geld überweist. Mit 11 ist er schon ein Pro-Gamer. Warum fassbar? Das ist einfach. Da muss ich an meinen Vater denken, der irgendwie. Oh, ich hab's nicht mehr zum Glück. Ah, super. Boah, Junge. Der sich letztens irgendwie aufgeregt hat in War Z irgendwie, meinte ja, dass er dann dauernd abgeknallt wird und er weiß ganz genau, dass es irgendwelche 15-jährigen pickeligen Teenager sind. Ja. Hat sich voll aufgeregt. Ist ja auch oft dann so. Ja. Ah ja, okay, ich bin noch im Ladebildschirm. Oh, darauf erstmal ein Whisky. Ja, sehr gut. Das ist eine gute Idee. Boah, sollen wir darauf jetzt direkt mal Party machen? Ja, komm, das müssen wir feiern. Ihr könnt alle vorbeikommen. Ja, bei mir hat's gespeichert. Oh nein. Ja, er muss einfach die E-Mail hinschreiben. Das nervt so ein bisschen. Ich habe von jemandem anderes das Geld bekommen. Ich glaube, das war ein anderer. Bei mir war das Alex Wee Zocker. Hat mir 55 Millionen überwiesen. Das ist aber wie denn? Das ist ganz gut, dass du den Namen vorliest. Hast du das Geld denn immer noch drauf, oder was? Ja, ich hab's leider nicht gemerkt. Aber der hat gar nicht mitgezockt irgendwas mit uns, oder? Wie heißt der? Doch, ich glaube, der war einmal kurz drin, glaube ich. Wee Zocker. Okay. Weiß ich jetzt Alex aber nicht. Alex Wee Zocker. Okay, Alex Wee Zocker, dich mögen wir auch nicht. Ja. Alex Wee Zocker. Ja, schäm dich. Schäm dich. That's it. Echt. Ja, aber mir bringt's ja sowieso nicht. Hauptmenü, ich guck mal, ob's bei mir beim Überweisungsprotokoll steht, aber es dürfte jetzt eigentlich nicht mehr draufstehen. Nee. Super, gut. Ist jetzt jeder auf seinem eigenen Server gerade quasi. Ich bin hier gerade wieder in einer öffentlichen Sitzung. Pass mal auf, ich hab gleich wieder Geld. Oh, oh. Ich lade euch mal ein in meine Sitzung. Ja, mach mal. Bist du in der geschlossenen? Ja, Crew-Sitzung. Geschlossen. Okay, wär's denn okay, wenn wir mal eine ganz kurze Pause machen, weil wir uns ja jetzt eh wieder sammeln müssen? Ja, ja. Können wir machen. Wie lange nehmen wir überhaupt jetzt schon auf hier? Ich weiß okay. Nicht. Ja, das passt ja. Oh je. Ja, dann 5 Minuten Pause. Dann beenden wir die Aufnahme und fangen gleich wieder an und gucken dann jetzt erstmal. Warte mal, ich guck mal. Nein, scheiße. Was denn? Das ist nicht weg.
Ach, ich wurde von ihm zweimal schon. Bei mir steht auch nichts im Überweisungsprotokoll drinnen. Kein Name, gar nichts. Was? Ja, warte, war. Da gucke ich aber deck nochmal ganz kurz. Der Crew-Server ist jetzt auch Safe Avenger, da ist nicht irgendwer, der uns gleich wieder voll haut. Da kommt nur Slay Crew rein, also das sollte sicher sein. Ja, gut. Oh Mann, ey. Überweisungsprotokoll, wer hat mir denn die 5? Wenn das jemand aus der Slay Massive Crew macht, drehe ich auch völlig durch. Also. Hemmungslos. Wer war denn, gestern war doch nochmal, Edna irgendwas war das doch. Ja, da wurde aus Versehen eingeladen. Was? Warte mal, ja, was? Der Tobi hat ihn gestern irgendwie angenommen oder so. Hier steht irgendein Quatsch, den ich mir gekauft hätte, das habe ich gar nicht gekauft. Wo ist denn hier bei uns? Wieso, hier steht irgendwie, der eine Typ steht ja auch gar nicht mehr bei mir. Ich hatte ja noch diesen anderen, der mir hier was überwiesen hat, der steht hier, warte mal. Cool, jetzt machen sie das, jetzt kriegen sie es schon so hin, dass sie es ohne Namen machen. Was für ein Finanzchaos. Oh Gott. Das ist ja furchtbar, echt. Hat die Zähne die Einladung? Ja. Ich bin drin. Okay, dann jo, wir auch. Würde ich sagen, bis gleich. Wir machen da mal eine kurze Pause. Und sind jetzt aus Versehen reich geworden. Keine Ahnung, schon wieder. Ich war reich, ich bin ja jetzt nicht mehr reich. Für einen kurzen Moment teilweise. Und ich darf wieder eine E-Mail. Das war so eine lange Zahl. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, ich mach mal kurz die Aufnahme aus. Ich bin in 5 Minuten wieder da, okay? Ja. Bis gleich. Bis gleich. In der Zeit kann ich noch mal kurz auf Toilette gehen. Boah, das Schlimmste, der Typ hat mir sogar zweimal 55 Millionen überwiesen. Und du hast das immer noch, oder was? Ja, das habe ich immer noch. Ja, das war ja das, was er allen, ne? Also alle hatten ja diese 111 irgendwie. Hast du das Geld ja, auch ach, noch? Stimmt, ja. Alchemisten? Habt ihr das Geld auch noch? Oder? Ich hab das Geld nicht mehr, nee. Nee, wir auch nicht. Ja, super. Zum Glück. Bei mir hat's gespeichert, leider. Ja. Ey, frag mal Dawid, ob er auch das Geld jetzt hat. Der müsste sich ja, der war ja auch drin, ne? Wieso? Fuck. Was? Gronkh ist in der Sitzung drin, was? Wie? Was? Nein. Doch, Gronkh.de steht da drauf. Bei dir in der Sitzung oder was? Ja. Also bist du nie beigetreten. Guck mal eine an, weißt du, über Tobi am Ablästern. Komm zu uns in die Sitzung. Komm hier, 16 Player. Komm zu uns in die Sitzung, bitte. Wir sind die Alchemisten, Curry, Pandore, Lesegurke, Reishi. Ach, guck mal, Reishi ist auch da. Ja, der wurde auch gehackt. Der feine Herr hat glaube ich, davon gehört, dass hier ein paar neue Leute Geld überweisen. Na gut, ich will mal kurz auf Toilette. Naja, ich kaufe einen Bugatti, ein paar Jets. Naja. Ich kaufe mir noch nichts. Ich habe bis jetzt nur meine ganzen Autos getuned, mehr auch nicht. Ja, das ist ja auch schon teuer genug teilweise, so ist ja nicht. Ja. Das ist so ärgerlich. Ey, der Gronkh muss sich bestimmt auch am meisten ärgern, weil er dafür gezahlt hat, das Geld. Ich habe jetzt das Geld, das ich ehrlich verdient habe auf der Bank, und die Million lasse ich bar. Damit ich das nicht verwechsle, obwohl es ja egal ist. Ich gebe sowieso von den Millionen was aus. Schade, dass es die Börse noch nicht gibt, irgendwie im Online-Modus. Ja, die ist sowieso für den Arsch dann. Finanzkrise in Los Santos. Aber sowas von. Das mit Manipulieren hat ja auch nicht funktioniert im Story-Modus. Wenn man angeblich jetzt irgendwelche Transporter zerstört von einer Firma, steigt dann die Aktie und so von der gegnerischen Firma, aber das hat alles nicht funktioniert. Ja, das ist dann echt irgendwie blöd. In der Umsetzung hapert es dann doch noch ein bisschen. Ganze Zeit bin ich durchgekommen, ohne gehackt zu werden. Und jetzt auf einmal. Ist aber auch gerade nochmal so eine Welle, die irgendwie richtig gestartet ist. Kommt mir so vor. Der neue Patch, da der 1.7, muss irgendwas neu gemacht haben, dass das Hacken der leichter fällt. Denn vorher war das ja nicht so wild. Wenn ich mir dann was kaufe, dann den Jet. So, wieder da. Einmal kurz Ohren zu halten.
Seid ihr noch da? Ja. Jo. Okay, einmal kurz Ohren zu halten. Ah! So, dann weiß ich nämlich, wo die Aufnahme wieder anfängt. Und, so mache ich das auch. Gute Taktik. So mache ich das auch immer bei mir, wenn ich Outlast aufnehme. 3, 2, 1. Ah! Okay. Jetzt sind wir alle zusammen. Moment. Warum ist aber der Gronkh in der Sitz? Was macht denn der da? Ach, ist der jetzt bei uns mit drin? Nee, da. Achso, Alchemisten, könnt ihr den mal einladen? Vielleicht haben wir ja Glück, vielleicht kommt der ja. Ah, Reishi ist da! Ach ja, so. Gut, ich habe noch kein Geld gekriegt. Ich muss Stalker-Fotos von Reishi machen. Ach, fängt das wieder an. Ach, ihr ladet. Ja. Könnt ihr mich einladen? Dann lade ich den Gronkh ein. Ja, ich lade dich ein. Als ob der reinkommt. Der hat er nicht. Kannst mal probieren. Haben wir den Herrn Gronkh gerade erwischt, wie er sich offline leveln wollte. Also die Alchemisten laden uns doch bestimmt gleich ein, ne? Da müssen wir ja gar nicht hinlaufen. Stimmt, ihr könnt uns ja zum Apartment einladen. Achso, man kann direkt einladen, stimmt? Ja. Moment. Wird sofort gemacht. Ich muss erst wieder reinfahren. Geht es denn nochmal? Ich fand das irgendwie lustig. Das ist auf jeden Fall mal was Neues. Ja. Okay, bei manchen, wo das Geld jetzt nicht weggegangen ist, ist das jetzt weniger lustig. Ja, ich schreibe nochmal eine E-Mail hin. Wie lade ich denn nochmal in die Wohnung ein? Select und einladen ins Apartment. Ach stimmt, genau, ja. Was wollte ich sagen? Jetzt hat man aber auch gesehen, man kann sich dagegen nicht wehren. Das kommt einfach, das Geld. Ja, weil manche immer noch denken, man muss das bestätigen, aber nein, es kommt einfach. Und ich finde es krass, dass man das jetzt nicht mehr auf dem Überweisungsprotokoll sieht, dass die Namen einfach wechseln. Jetzt sind sie sogar schon so weit. So, Alchemisten Apartment. Wo ist das? Zack. Ah. Hallo. Hallöchen. Hallo. So, da sind wir doch. Hallo. Yeah. Mit Stripperin, ne? Warte mal, ich guck mal, ob ich hier in eurem Apartment auch meinen einladen kann, Moment. Ja, nee, ich glaube, das geht leider nicht. Ich glaube, das geht nicht, ne. Ich habe aber auch eine hässliche. Ich finde die mit den braunen, kurzen Haaren, die finde ich nämlich viel besser. Hast du nicht die Fufu auch? Doch, ich kann sie einladen, aber die ist wahrscheinlich... Ja, auch Fufu. Die haben wir auch gerade schon eingeladen. Ach so, boah, vielleicht kommen mit zwei Fufus. Das wäre cool. Wie das wohl aussehen muss. Die kloppen sich dann hier um den Platz. Wer ist denn das hier? Ach, Reishi. Oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube schon. Mal kurz was trinken. Die Elfenschuhe sind ja auch cool. Reishi mit dem Apfelpo. Ja, das ist ein guter Tropfen. Lecker. Ja, guck mal. Guck mal, es fühlt sich jetzt langsam hier. Reishi. Wo bleibt denn die Fufu? Ich stell mich schon mal da oben hin, vielleicht klingelt sie ja gleich. Die lässt ganz schön auf sich warten heute. Die Fufu. Die muss doch den Bus nehmen. Aha. Da? Yeah, Fufu! Hey. Ich box die. Komm rein, Fufu. Boxen. Kennst dich hier aus? So, 16, dann stell dich schon mal dahin. Nö. Jawohl. Muss ich dich herziehen? Ich geh artig in mein Zimmer rein. Könnt ihr hier in unserer Bude so, also quasi Flaschenbier trinken, sodass die Flaschen dann rumfallen? Oh, ich glaube, ich muss erst Flaschen holen. Wir können nicht. Ich bin mal kurz zum Supermarkt, ich schon mal ein paar Flaschen. Ach, okay. Muss man die kaufen vorher? Ich bring mal ein paar Sixpack mix, was? So. Geh mal einkaufen kurz. Mal. Bei uns geht's nämlich gerade nicht. Hab ich Cola? Ah, Cola habe ich noch. Ich leg euch mal ein passendes ab. Ist egal, welche Sorte, ne? Hauptsache. Hauptsache ihr. Ja. Hallo, honey. Ich schau mal. Es ist hier ein reines Vorglühen, wir legen keinen Wert auf Qualität gerade. Super. Hey, Fufu, ich will mich hinsetzen. So, ich leih mir mal kurz den Wagen von Lasergurke. Okay? Ah. Hello, honey. Would you like to dance? So. So, wo ist denn jetzt hier der nächste Laden? Schön. Perspektive ändern, okay. Machen. Oh, da vorne ist der Laden. Okay, gut.
So, ich hoffe mal, der denkt das jetzt nicht, ich will schon den... ganz gut. Ja, ich hoffe mal, der denkt jetzt nicht, ich will den wieder überfallen. Boss, habe ich schon lange nicht mehr gemacht hier. Nee, das habe ich auch am Anfang nur gemacht. Jetzt schon ewig nicht mehr, ewig nicht mehr. Machen gerade no Homo. Sport. Ist ja immer ganz schlimm, ey. Irgendwie wurde ich schon so oft gefragt, ob ich lesbisch bin und das nur, weil ich immer solche Witze mache. Auch bei Dead or Alive. Wer macht bei Dead or Alive nicht solche Witze? Ja. Das kann man doch nicht ernst spielen. Heutzutage wird man das doch sowieso dauernd gefragt. Ja. So was? Wer ist denn alles hier? Alle müssen mit um die Säule rennen. Ja, okay, Fuhu, dann nicht. Der nächste? Pisswasser Rishi, ist übrigens bayerisches Kampfbier. Komm, Rishi. Ach, Rishi ist besoffen. 6.16 ist bekifft. Aber Rishi macht das jetzt, glaube ich. Na komm, setz dich hin. Wir hatten den Fernseher angelassen. Hm. Oh. Denkt an die Stromkosten. Ego Chaser, ich kaufe einfach den ganzen Laden auf hier. Die machen jetzt an. Party des Jahrhunderts. Guck, wie nur die Mädels hier mit der Stripperin rummachen, die Männer ja gar nicht. Kommt Pandoria so. Noch ein. Ach guck mal, Gronkh ist reingekommen. Ja, dann könnt ihr auch einem allein laden in Apartment. Allein, bitte. Ja, ja, ja. Weißt du? Nein. So, ich war einkaufen übrigens. Ich komme jetzt. Das ist ja echt cool. Gut. Hast du Ace dabei? Oh, jetzt will ich schon ein bisschen schon. Was hast du da getan? Die Party ist noch nicht mal angefangen, du bist schon fertig. Mir geht's eigentlich noch gut. Also, 16, du bist halb unsichtbar. Hä? Also ja, deine... passiert manchmal. Ja, wieder zu oft gezogen, denke ich mal. Aber ein bisschen was liegt hier ja schon auf dem Boden rum. Das ja, es fängt schon an. Ich müll jetzt gleich auch alles zu. Warte, ich komm mal klingeln. Meint ihr eigentlich, es gibt ein Limit? So, das wäre echt lustig, wenn man jetzt den ganzen Schiff aus der echt so einen ganzen Müllberg Klo liegen. Ja. Wo ist die Toilette? Schwanzfeldböse da. Oh, wirklich, ich bin sofort wieder da. So, der Gronkh ist mit dem Let's Play-Onkel unterwegs. So. Aber nicht auf dem Pott einschlafen hier. Nein, ich sag's nicht. Rishi, oh, Rishi kommt mit in die Dusche. Ich bin so besoffen. Was passiert da jetzt? Rishi, mach auf! Guten Abend. Oh, ich bin wieder nüchtern und Rishi ist auf dem Klo. So, ich will mal einkaufen. Nachschub. Juhu! Hast du extra noch einen Anzug angezogen jetzt? Nee, oder? Nee, den hatte ich schon an, Boah, was hier alles rumliegt schon. So, ich guck mal, ob ich auch noch Pisswasser habe. So, dann guck ich mal hier, zack. Das ist übrigens bayerisches Kampfbier. Mist. Snack essen auch nicht. Oh, Pandoria. So, wo haben wir denn hier? Da, 4 Stück habe ich, zack. Alle auf Ex jetzt, alle auf Ex. Wir gucken dir mal zu, ob du das richtig machst. Hey. Guck mal, wie ich sie weghaue. Hier, ich glaube, mit Fuku, sieht man das? Ja. Hey. So, einen habe ich noch. Boah, wie viele Flaschen. So, was haben wir noch hier? Zigarettenschachteln werden hier auch hingeworfen, oder? Ja, ja. Snacks auch, glaube ich, und so. Ach ja, heute leben wir gesund. Irgendwie sieht's am Ende an, irgendwie sieht's hier eigentlich ziemlich immer so aus. Ah, jo, Rauchen geht auch. 616 hat keine Arme. Die klingt wohl. Glaube ich, hat eine Tür gerade. Bei mir hast du Arme. Bei mir da keine. Sieht ein bisschen bekloppt aus. So, was haben wir denn hier noch? Was können wir hier denn noch nehmen? Ein bisschen das, ach ja. Ein neuer Gast. Ach, das sind doch guter Weißen Tag. Ja. Guten Tag. Ach, guck mal, hier. Der Zuhälter. Laserburg, du bist riesig. Ich will nicht wissen, was der jetzt denkt, wenn er hier jetzt auf den Boden guckt, ey. So sieht's halt aus bei den Alchemisten. Der kennt doch die Partys. Der kennt doch die Alchemisten. Also ist alles so wie in echt? Was ist schon ein legendärer Status, ja. Was eigentlich ist der Let's Play Onkel jetzt auch hier? Ah ja, muss ich den gar nicht nochmal einladen. Sehr gut. Boah, wie dreckig das ist. Auch geklappt.